Wir sind jetzt im Dschungel, seit 10 Minuten etwa auf dem Weg. Jetzt geht's durchs Darien Gap. Ich weiß nicht, wie lange wir laufen, noch nicht so lange, eine Stunde höchstens, glaube ich. Der Schweiß läuft wirklich in Strömen. Also ich muss mir regelmäßig hier die Tropfen aus den Augenbrauen wischen. Es ist so schwül. Wir machen gerade das erste Päuschen, weil die erste Person leichten Schwindelanfall hat. Das heißt, die geht gleich in der Kette nach vorne und gibt das Tempo vor, damit wir sie nicht abhängen. Und ich muss schon sagen, der Dschungel hier ist lauter als in Ecuador und Kolumbien. Also die Sounds, die Tiere, die Geräusche machen, sind näher an einem dran. Viele Papageien. Wir haben schon auch ein paar Affen gehört. Auch ein Brüllaffen, so richtig, richtig bassig. Gewichtmäßig muss ich sagen, geht es noch voll in Ordnung. Neulich, als ich ein Stück mit meinem Rucksack gelaufen bin, da habe ich es direkt in der Hüfte, in den Beinen gemerkt. Aber an dem Tag ging es mir auch nicht gut, da war ich dehydriert und musste sehr langsam laufen, war ein bisschen schwach, hatte unglaubliche Kopfschmerzen. Seitdem trinke ich jetzt sehr, sehr viel mehr Flüssigkeit. Also ich habe gestern über 4 Liter getrunken. Jetzt ist es wahrscheinlich erst 8 Uhr und ich habe auch schon mehr als 1 Liter drin. Kleines Päuschen hier am Fluss. Man läuft durch den Fluss, ohne drüber nachzudenken. Füße werden nass gemacht. Da sind wir gerade runtergekommen. Ein bisschen Wasser aufgefüllt, nochmal durchgefiltert. Und jetzt geht's da gleich weiter. Das hier sind die Gamaschen, die gegen Schlangenbisse sind. Ich habe den Eindruck, viele in der Gruppe haben sehr dünne Gamaschen, die nur für Regenwasser, also für Feuchtigkeit sind. Diese sind auf jeden Fall sehr, sehr fest. Bisher ist es recht einfach. Wir gehen halt einen Trampelpfad lang, der wohl die Verbindung zwischen zwei Dörfern ist. Also wir gehen jetzt nicht querfeldein durch den Dschungel, wie ich das teilweise in Ecuador gemacht habe. Aber es ist trotzdem cool. Camp. Alle haben aufgebaut, so ziemlich. Und wir baden uns gerade unten im Fluss. So, die Langweiler baden sich hier oben. Aber die smarten Leute, die holen sich die Rückenmassage vom Wasserfall. Denn der real shit ist hier unten. Hier kann man nämlich richtig schwimmen. Ja, guten Morgen. Wir sind wieder auf dem Weg. Camp ist alles abgebaut. Es wurde gefrühstückt. Heute habe ich beim Frühstück machen mitgeholfen. Das heißt, ich bin ein bisschen früher aufgestanden.
Und jetzt sind wir wieder, keine Ahnung, seit 10 Minuten unterwegs. Schon, ich glaube, viermal durch den Fluss gelaufen wieder. Füße sind wieder komplett nass von Anfang an. Hier sitzt eine Eidechse vor mir. Und da hinten ist das Busch weg. Mittagessen. Das ist noch vom Frühstück übrig. Und das ist der Snack für mittags. Gab's einen krassen Erlrutsch. Für die zweite Nacht. Wir haben uns alle schon im Fluss gebadet und gewaschen. Hier ist die Kochstelle, wo wahrscheinlich der Koch dann auch später schläft. Da unten bin ich. An beiden Seiten geht's runter. Da unten ist noch jemand. Da sind zwei. Da hinten sind die Träger. Da ist der Guide. Da ist noch jemand und die anderen Zelte gehen alle nach da hinten in den Dschungel rein. Zelte, was sag ich schon? Tarps. Ich habe meinen Hemdner ausgewaschen, also auch mit Seife. Ich habe es gestern nur ausgespült, es hat heute Morgen noch so brutal gestunken. Und ja, ich habe zwei kleine, minimalste Stellen an den Füßen, die aber sofort behandelt werden müssen. Ich habe meine Füße jetzt gepudert, damit die schneller trocknen, aber die Latschen sind noch nass. Ich habe sehr dünne Sohlen. Ich hätte doch dickere Sohlen mitnehmen sollen, die einfach stabiler sind und mich ein bisschen mehr vom Boden abheben, dass der Dreck nicht so leicht in meine Sandalen fliegt. Es ist kurz nach 7 Uhr abends. Es ist stockduster im Dschungel. Ich zeige euch mal die klitzekleinen Stellen an meinen Füßen. Das hier. Und das hier. Ja, und das muss behandelt werden. Sonst wird daraus was Schlimmeres. Und auf diese Stellen schmier ich antibiotische Creme. Ja, aber jetzt für die ganzen Füße das hier. Das beugt auch diesen Dschungelpilz vor. Also, jetzt mache ich noch Fußpflege und dann geht's ab in die Haie. Um 4.30 Uhr ist Aufstehen. Ja, heute war, fand ich, überhaupt nicht anstrengend. Also, für mich war es wirklich wie ein Spaziergang, wie Wandern in Deutschland. Ich bin schon anstrengendere Sachen gewandert, aber weil ich schlechter vorbereitet war. Nicht, weil das Gewicht leichter war oder so. Ich habe hier ziemlich schweres Gewicht, aber ich bin anscheinend echt gut auf das Gewicht trainiert und das macht es relativ einfach. Wir hatten auch ein paar gute Steigungen, aber das einzig Nervige oder Anstrengende ist eigentlich das Klima, dass man komplett die ganze Zeit nass geschwitzt ist, von oben bis unten. Die ganzen Klamotten sind nass und kleben, also vor allem natürlich das Oberteil. Es ist einfach nass. Das war aber erst der zweite Tag. Morgen laufen wir sehr lang, glaube ich. Und das ist mein Rucksack. Oh, es ist echt schmal hier. Ich glaube, ich greife mal lieber hier rein. So. Ja. Unsere Hände.
an Wurzeln und Steinen festhalten. Okay. Jetzt sind die Stöcke durch die Schlaufen hier. So. Ja. Ich gebe es weiter. Oh, die haben da eine Solarzelle. Ein Betonmischer. Jetzt fahren wir 25 Minuten mit dem Kanu und ab da wird wieder gelaufen. Das war die erste Folge zu meiner Wanderung im Darien Gap in Panama. Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugeschaut hast. Wenn du mich supporten willst, dann kannst du das gerne tun, indem du diesem Video einen Daumen nach oben da lässt und diesen Kanal abonnierst, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei der Drohnenpilotin Jessie, die so nett war und ihre Aufnahmen der ganzen Gruppe an Teilnehmern zur Verfügung gestellt hat, wodurch dieses Video erst so richtig schön geworden ist. Auf ihrem Kanal wird es demnächst auch nochmal ein Video zu dieser gleichen Tour geben. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch mal einfach bei ihrem Kanal vorbei. Wenn ihr außerdem Fragen zu dieser Tour habt, die im Video nicht klar beantwortet wurden, dann lasst mir gerne einen Kommentar da und ich werde sie euch beantworten. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.